Servus Leute und seid herzlich willkommen zum Icon Upgrade Set. Ja, ich habe mir mal wieder ein paar Spieler hier besorgt, die ich hier in diese SBC ballern kann. Ja, also ich muss ernsthaft sagen, es war zwar nicht leicht, aber eigentlich dann auch wieder schon, weil wenn du die Spieler hast, wenn du 40 Euro schon aufgeladen hast, hast du eigentlich schon die Spieler, weil du ziehst eigentlich jedes zweite Pack ein 84er oder so. Und deswegen will ich heute mit euch dieses Icon-Set, machen oder halt auch öffnen. Und zwar habe ich hier ja mein Team. Wartet. Natürlich würde ich einen Linksverteidiger, so einen Roberto Carlos feiern. Oder natürlich hier den ZM nochmal, aber bitte kein Deco. Hullet ist ja leider nicht dabei, weil, ja, Niederlande ist ja leider nicht dabei. Und ja, falls ihr mein Team noch nicht gesehen habt, das ist es. Alles klar, Fokussierung war da. Das war's mal wieder komplett. Und ja. So, das ist mein Team und ich würde sagen, ich schicke jetzt gleich das Team ab. Das wird ein relativ kurzes Video. Dafür gibt es morgen wahrscheinlich eine XXL-Ausgabe der FIFA News. Ich fange wieder an mit FIFA News, ne? Ja, und meine Facecam liebt es anscheinend zu fokussieren. Also, weiß auch nicht, was es gerade für ein Verhältnis zu dem hat. Ja, wir schicken das Team ab. Ja, war eigentlich halt easy zu machen. Sanchez kann man hier wieder raus. Hier ein Schmeichel, dann Suso habe ich doppelt. Dann Mustafi, Süle habe ich auch doppelt. Monreal, Tauber, Witzel, Zielinski, Draxler, Svolov und Iago Aspas. So, dann schicken wir das Set. Ne, nicht das Set. Das Set kommt gleich. Jetzt kommt erst einmal das Team weg. Mein Deutsch ist heute mal wieder am Start. Icon Upgrade Set. Oh mein Gott, ey. Ganz ehrlich, EA. What? Warte mal. Wiederholbar. Okay. Let's go. Okay. Dann wird wahrscheinlich morgen ein XXL Livestream. Ich will ehrlich sagen, dass wir da ein paar von den Packs machen. Aber zuvor schauen wir wahrscheinlich noch den EA Playlist. Und ja, ich habe euch jetzt ein bisschen länger auf die Folter gespannt, wenn es jetzt nur um ein scheiß Set geht. Ganz ehrlich, okay, ja, scheiße kann es jetzt nicht sein. Wenn jetzt Brasilien, Stürmer oder ZOM kommt, dann natürlich Abfahrt. Aber ich sehe schon wieder Portugal, ZM Deco, Abfahrt. Komm, zeig den guten Ikonenschlitz. Oh, ist das geil, Digga. Come on, wer ist es? Es ist Argentinien, Zeto. Es ist Maradona 97! Diego Armando Maradona oder so, keine Ahnung. 97er Maradona, also ja, die Facecam fokussiert ein bisschen. Ich will jetzt mal sagen, ne? Keine Ahnung warum. Aber alter Diego Maradona 97er! Fuchsnase, Digga. Abfahrt. Alter Junge. Jeder wird aber diesen Spieler oder zum Beispiel auch einen Pelé haben. Weil jeder wird jetzt diese Icon SBC. Aber ich wünsche mir im nächsten Icon Set dann einen Roberto Carlos, weil den will ich ernsthaft haben, ganz ehrlich. So. Also ganz ehrlich, mit dem bin ich jetzt wirklich zufrieden. Also vielleicht mache ich ja bald wieder mein altes Team rein. Und dann kann der anstatt von Özil oder Thiago mal rein. Also der kommt auf jeden Fall rein, aber für wen ist halt dann die Frage. Also Diego Maradona kann man mal machen, ne? So, ja, wir können uns das Set eigentlich sparen anzuschauen, weil da ist eh nur er drin. 97er. Also auf jeden Fall seine Prime, da hat ja jeder seine Prime-Icon. Alles klar, das war's komplett. So, dann schauen wir mal, wen ich hier doppelt gehabt habe. Suso weiß ich auf jeden Fall noch und dann noch Süle. Vielleicht haben wir ja noch den Monreal doppelt gehabt. Ich glaube aber nicht. Wir hatten noch Mustafi doppelt. Let's go. Ja, hatte ich sogar. Let's go. Okay, so, dann ist mein Team wieder vollständig. Also das ist auf jeden Fall gut. Let's go. Haben wir eigentlich kein Minus gemacht, weil ich eh schon richtig viele davon doppelt hatte. So, und dann kommt hier noch der gute alte Niklas Süle rein. Und ja, ganz ehrlich, Giuliano ist eigentlich nicht schlecht, aber
Ja, ich habe ihn zwar zu wenig dafür gezockt, dass ich das beurteilen kann, aber hier muss er einfach rein, Diego Maradona. So, und dann steht auch schon mein Team endlich komplett hier. So sieht es dann aus mit drei Ikonen. Den kann ich noch ZDM zu ZM geben. So werde ich das Team jetzt mal ein paar Wochen lassen. Und ja, Freunde, schaut auf jeden Fall morgen in den Livestream rein und auf jeden Fall auch in das Video. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen, dieses Video. Lasst doch mal einen Daumen da für Diego Maradona. Haut rein, bis morgen und ciao.